darf nur 23 Kilo mitnehmen. Ich überlege mir, wie ich das überleben soll, auf jeden Fall. Oh Gott. Leute. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, ich freue mich so sehr. Ich habe mich schon so auf die Ferien gefreut. Und jetzt, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag und dann ab morgen habe ich Ferien. Und wir haben morgen auch nur bis 11.15 Uhr Schule, aber ich freue mich so. Weil das Ding ist so, jetzt fängt halt der Sommer so richtig an. Wisst ihr, ich meine so jetzt, keine Ahnung, es gibt mir einfach richtige Vibes. Und auch das Wetter ist perfekt und alles ist wow. Und ja, auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, ich fahre AIDA. Und ja, also ich werde dich halt jetzt einfach so ein bisschen mitnehmen, wie ich mich so ein bisschen darauf vorbereite. Und ja, vielleicht treffe ich auf ein paar Leute von euch. Und auf jeden Fall, ich muss heute schon so ein paar Sachen packen und vorbereiten. Und ihr mögt es immer ganz gern so zu sehen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit. Und das Erste, was ich machen muss, ist mir ein Outfit rauszusuchen, weil wir fahren in der Früh um 3 Uhr. Also für mich noch Nacht. Ich habe schon zu meiner Mutter gesagt, ja, Mama, da brauche ich gar nicht mehr schlafen gehen dann, weil ich bleibe halt immer so bis 2 wach und dann lohnt sich so eine Stunde Schlaf, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ja, ich habe mir übrigens meine Nägel lackiert. Es sieht nicht so... Jo. Ich muss noch ein bisschen ausbessern. Es sieht auch nicht so gut aus. Aber das wird noch. Ich habe sie weiß gemacht, weil ich finde es schön. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall uns suchen halt, was wir anziehen. Also ich... Weil ich will irgendwas Cooles. Ja, wir fliegen ja nach Mallorca. Also da geht AIDA los. Oh Gott, ich filme schon wie meine Mutter, wie ich da stehe, Leute. Hier so Hand hier. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich ziehe so eine chillige Hose an. Ich weiß auch schon, welche, glaube ich. Warte kurz. Ich habe jetzt hier, warte mal. Oh Gott, kurz. Ich habe jetzt hier eine Outfit rausgesucht und... Wir schauen jetzt mal, wie das aussieht. Ich glaube aber cool. Ich hatte das halt so in meiner Vorstellung. Max, ich muss die Tür zu machen. Wartet. Ich wollte das letztens schon im Freibad anziehen, aber da war. Das fand ich ja nicht so cool, aber ich glaube, das passt ganz gut. Und zwar einmal von Subdued diese Hose. Das ist einfach so eine, ich weiß, das ist so eine Strandhose, die aber richtig bequem ist. So, ich weiß nicht. Man sieht den Stoff so ein bisschen, der ist so. Der ist auf jeden Fall bequem und die sieht richtig gut aus. Und dazu entweder dieses Top hier, dass ich schon so ein bisschen in die Vibes komme mit so einer Sonnenbrille, dass so jeder weiß. Oh my God, she's flying to Mallorca. Ja, weil ich glaube, das kommt ganz cool so, die Kombi. Ich mag's. Und wenn das aber nicht so gut aussieht, dann ziehe ich einfach so ein basic weißes Top an mit einfach einer grauen Jacke drüber. Ich weiß nicht, ich glaube, ich ziehe das an. Ich fühle es. Ich liebe es, ich freue mich jetzt schon so auf den Urlaub, Leute. Okay, ich ziehe das auf jeden Fall an. Das ist jetzt mein Flughafen-Outfit. Dann heute noch am Abend. Ich drehe mir meine Haare so ein, ich mache mir Locken. Oder ich mache mir so Beach Waves mit Glätteisen. Und Leute, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Part. Und zwar der Koffer. Und zwar, mein Koffer war ja bis jetzt nur so groß. Glaube ich. Und das ist relativ klein, vor allem für eine Woche wegfahren. Und deswegen, meine Mutter hat einen neuen Koffer gekauft. Aber der ist halt ganz schwarz. Und weil das so ein bisschen lame aussieht und es ja cool aussehen muss, dachte ich mir, wir bekleben den und zwar mit meinen Stickern. Ich hoffe, ich habe noch genug. Ich zeige euch jetzt mal diesen Koffer. Und Leute, der ist so riesengroß. Ich weiß gar nicht, ob mir der so gut gefällt eigentlich. Aber ja, wir schauen mal. Weil also, er ist echt groß. Das ist meine Hand. Und das ist der Koffer. Groß. Aber egal, Leute. Oh mein Gott. Leute, ich stehe gerade normal. Dieser Koffer geht mir bis zu meiner Hüfte fast. Und Leute, ich habe halt eigentlich jetzt vorgehabt, den mit Stickern zu bekleben, aber die sind fast leer. Ich habe fast keine Sticker mehr, weil ich immer nur diese weiße Folie irgendwie wenn ich das Glas gemacht habe. Und das jetzt nicht mehr so voll ist. Deswegen, wir suchen jetzt die coolsten Sticker raus, die noch da sind. Ich glaube, ich nehme den hier. Das ist ja, es wird niemand wirklich drauf schauen, was da drauf steht. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, Leute. Die einzigen Sticker, die ich jetzt noch habe, sind einmal dieses Enjoy the Rain, aber ich glaube, die nehme ich nicht mit. Finde ich nicht so cool. Dann habe ich eine Ananas. So, flip-flop-artige Schuhe. Ein Traumfänger. Das sind 2016, ich finde den auch nicht so cool. Beckenstoff. Ein Kristall.
egal, ich mache jetzt das Beste draus und ich finde es im Schnelldurchlauf, freue ich mit. Leute, im Finish. I like it. Ich find's cool. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, die Sticker reichen nicht, aber ich find's perfekt. Und können wir darüber reden? Also, ich werde die wahrscheinlich vollpacken. Ich habe mich da im Flughafen einfach nur drauf chillen, während wir auf unseren Flieger warten. Weil der ist halt wirklich so groß wie ich. Also, fast halb so groß wie ich. Naja, das räume ich auf jeden Fall später dann mal weg. Wird wahrscheinlich eh nie passieren. Nein, ich werde vor dem Urlaub auf jeden Fall noch aufräumen. Ich sehe es, in den Koffer passt ja mega viel rein. So, der ist ja wirklich riesig. Und ich habe schon alles eigentlich für eine Woche Türkei in meinen Kleinen gepackt. Aber, Leute, ich darf nur 23 Kilo mitnehmen. Ich brauche gefühlt 1000. Ich meine jetzt mal wirklich, Leute. Wie soll ich das schaffen, alle meine Sachen in 23 Kilo so? Das kann ich nicht. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Also, mein Bruder hat mir das erzählt, dass er irgendwie auf der Arbeit war. Und dann waren da so kleine Kinder und die haben so gesagt, so, ja, und diese eine YouTuberin, die immer so macht, irgendwie doch diese Hey Easy. Und Leute, ich weiß selber nicht, wieso mache ich die ganze Zeit so, immer wenn ich irgendwas erkläre, so, ich weiß selber nicht, aber ja. Man kennt mich einfach nicht so als Hey Easy oder so Easy oder Isabel, sondern nur so als die eine, die immer so macht. Ja, egal. Ich wollte es euch nur erzählen, weil ich es lustig finde. Und ja, Leute, natürlich war ich auch noch bei DM. Und deswegen kommt dieser kleine DM-Haul. Wie ich gerade die ganze Zeit so mache, dass man meine Nägel sieht. Fangen wir an. Ein bisschen Platz machen, wartet. Oh, ist so lecker. Also fangen wir an mit Lockenwicklern. Die sind einfach perfekt so für die Haare oder so, wenn ich mir irgendwie meine Curtain Bangs stylen will. Ja, also zum Schlafen werde ich die nie mehr benutzen. Nie mehr. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Vielleicht kennt ihr noch die Seine Shorts, wo ich so dann gemacht habe und dann meine coolen Locken hatte. Die waren cool, aber die Nacht war höllisch. Ja, auf jeden Fall Lockenwickler für meine Curtain Bangs hier, die auch schon richtig krass rausgewachsen sind. Wisst ihr noch, als ich sie im Sommer so kurz geschnitten habe? Die sind einfach so gewachsen. Das ist irgendwie krass. Und okay, wow, man hat gemerkt, okay, warte mal kurz, meine Mutter hat hier die Tomatensauce reingepackt. Okay, warte mal. Okay, jetzt geht, glaube ich, der DM-Haul erst los. Also Leute, ich habe einmal Lockenwickler mitgenommen. And then noch kleinere Lockenwickler. Einfach um so vielleicht hier unten so kleine Löckchen zu machen. Ich finde es cool. Ich frage mich aber, wieso hier diese schlafende Frau ist, weil niemals würde ich nochmal mit Lockenwickler schlafen. Ich habe Erfahrungen gemacht. Dann haben wir von, oh mein Gott, von Evital das Shampoo mitgenommen. Davon hatten wir die Spülung und Leute, die ist so gut und es riecht so gut. Die ist richtig gut. Die ist groß. Also das Shampoo und die, wenn ihr richtig trockene und komische Haare habt, holt euch, davon von Evital, also L'Oréal Paris Evital, das lila Shampoo und die Spülung dazu und eure Haare werden nach zweimal Waschen so gesund aussehen. Und dann holt euch noch das hier. Das ist so ein Leave-In Conditioner, der ist auch richtig gut. Wollte ich euch nur so sagen kurz. Machen wir weiter. Jetzt haben wir uns einmal ein Peeling mitgenommen. Das ist so mit Grape. Und das ist einfach, also ich empfehle euch, wenn ihr so in den Urlaub fahrt und halt wo viel Sonne ist, dann nehmt euch ein Peeling mit, dass ihr so immer diese, zum Beispiel wenn ihr so einen leichten Sonnenbrand habt, dass so die Haut ein bisschen wegreiben könnt oder einfach so das Salzwasser. Ja. Ich liebe Peelings sowieso, also ja. So, dann ganz wichtig, Kaugummis, einfach für den Flughafen, kann man immer gebrauchen. Okay, das ist jetzt ein Produkt. Ich hoffe, es funktioniert und zwar, ich habe ja so leichte Wellen, also so zwei Wellen so und irgendwie ich habe mir so ein Wave Whip Curling Mousse geholt. Ich will jetzt nicht so locken, weil ich habe keine Locken von Natur aus, weiß ich selber so. Aber ich versuche es einfach so, meine Wellen so ein bisschen krasser zu machen. Ich habe die ja gerade geglättet.
Und die sind schon sehr glatt eigentlich, aber man, ich weiß nicht, was hier unten so sieht. Nee. Sieht man nicht, ich habe es alles geglättet, aber ich habe hier manchmal hier unten so leichte Locken, Wellen. Und ich versuche das einfach so ein bisschen zu definieren. Und jetzt zeige ich noch die Sachen, die ich bei Rossmann geholt habe, weil ich war auch noch bei Rossmann. Und zwar habe ich da einmal diese Ohrringe hier geholt. Ich habe einmal die schon drinnen, also die mittleren hier. Ich liebe die. Ich glaube, ich zeige in jedem Video diese Ohrringe, weil ich die immer verliere. Immer die hier. Ich habe meine im Freibad verloren. Leider. Dann habe ich einmal ein Wasserspray mitgenommen. Was ich jetzt auch benutze, weil das ist wow. Oh mein Gott, ich benutze das erste Mal jetzt diesen Sommer ein Wasserspray und es riecht einfach für mich so nach Sommer. Wartet. Oh mein Gott. Es gibt mir so Sommer-Vibes. Ich kann immer, Leute. Ich kann nicht mehr. Dann habe ich einmal diesen Hollywood Glow Face and Body Luminizer Dings hier von Lori von River Loves Me geholt. Ich habe den auch schon drauf und ich finde diesen Glow richtig krass. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Insta-Story gesehen, wo ich es ausprobiert habe. Ich mache auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal einen Shot dazu, weil das ist wow. Ja, Leute, das war jetzt der DM und Rossmann Haul und jetzt geht's auch gleich weiter. Und zwar, ich wollte so richtig so meine Haare richtig cool machen. Ich wollte sie glätten, ich wollte sie locken und keine Ahnung was. Und dann habe ich erfahren, ja, ihr dürft keine elektrischen Sachen mit draufnehmen aufs Schiff. Also heißt, kein Glätteisen, kein Lockenstab, nicht mein Föhn. Ja, das heißt, ich muss die ganze Zeit dann mit meinen Meerhaaren, meinen aufgepufften Haaren rumlaufen. Was nicht so cool ist. Ich überlege mir, wie ich das überleben soll, auf jeden Fall. Oh Gott. Und ja, Leute, ich muss natürlich auch irgendwo meine ganzen Schmucksachen und so mein Zeugs hin tun. Und deswegen zeige ich euch jetzt meinen Schmuckorganisator. Warte kurz. Und zwar ist er hier. Und immer noch vollgepackt. Vom letzten Mal wegfahren, glaube ich. Da liegt so viel rum, Leute. Mach mal. Oh Gott. Oh Gott. Leute, wisst ihr, was hier drin ist? Ich habe die mal jetzt mal so ein bisschen gemacht. Hier ist diese hier ist so eine Spange drin. Die habe ich früher mal getragen. Ich habe die mir so in die Haare gemacht. Wow. Schön. Ach, aua. Sehr schön auf jeden Fall. Die nehme ich aber nicht mit. Ich muss ja öfter mal diese Tasche vielleicht ausräumen. Ich habe die nämlich seit 100.000 Jahren nicht mehr ausgeräumt. Wartet. Und deswegen sind hier auch noch meine Indie-Ohrringe drin. Aus meiner Indie-Phase, Leute. Darüber reden wir jetzt bitte gar nicht. Dann, oh mein Gott, was ist hier drin? Das ist hier so aus meiner Emo-Phase. Das habe ich mir hier in meine Hose gemacht, weil ich dachte, ich bin dann cool. Dann habe ich, oh Gott, ich so viel Scheiß, Mensch. Oh, der ist süß, der Ohrring. Den tue ich mal hier hin. Oh mein Gott, ich habe es halt echt lange nicht mehr ausgeräumt. Hier sind noch solche Ohrringe, die hat mir mein Bruder mal mit einem 3D-Drucker gedruckt. Das ist schon ewig her. Ja. Ich räume es mal kurz raus, Leute. Okay, und jetzt werden wir zusammen meine Schmucktasche packen. Oh Gott. Ich fange auf jeden Fall an jetzt so. Ich nehme jetzt nicht so viele Ohrringe mit. Ich glaube, ich lasse die drinnen die ganze Zeit einfach. Deswegen packe ich da jetzt meine Lieblingskette einmal rein. Die sich hier, diese Fake Vivienne Westwood Kette. Die tue ich hier einfach in so eine Tasche rein. Und dann einmal mein Kinn. Und zwar hier. Einmal so ein Armband. Ich finde das richtig cool. Ich hatte das in der Türkei die ganze Zeit an. Und dazu so eine passende Perlenkette. Einfach so für den Vibe, weil die sehen richtig schön aus. Und das Armband. Leute, das Ding ist, ich nehme eigentlich nie wirklich viel mit in den Urlaub. Vor allem nicht so von Schmuck her, deswegen packe ich da jetzt nur noch meine Eyepatches rein, weil die hier am besten Platz drin haben. Und ja, dann war es eigentlich auch schon.
Okay, Kosmetik-Dings ist auf jeden Fall schon, nicht Kosmetik, Schmuck. Tasche ist jetzt auf jeden Fall schon mal gepackt. Können wir abhaken. Ja, Leute, ich brauche jetzt... Ist die Kamera schief? Nee. Also, Leute, ich schaue jetzt auf jeden Fall bei meinem Kleiderschrank nach 3 Outfits. Und ja, wir schauen jetzt auf jeden Fall, was ich da mitnehme. In meinem Kleiderschrank. Es ist nicht alles gewaschen. Ja, wenn nicht alles da ist, dann müsste ich halt nochmal sagen, Mama, du musst das waschen und das waschen und das und das. Ja, ich hoffe, ich schaffe das alles, oh mein Gott. Aber ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall in meinen Kleiderschrank. Ein bisschen shoppen. Oh Gott. Ich will euch jetzt einfach mal hier hin. Und ich weiß auf jeden Fall schon mal 2 Sachen, die ich mitnehmen. Und zwar also einmal, ich glaube, ich werde mich nicht an Outfits halten, sondern mehr so an, ja, doch an Outfits, aber nicht nur 3. Es werden mehr. Ich habe auch noch so eine kurze Hose mit. Ja, okay, die sieht jetzt komisch aus. Ich muss die nicht verknistern, aber die sitzt sehr gut. Dann nehme ich einmal die mit und einmal meine neue hier. Ich bin eigentlich kein kurzer Hosen-Fan, aber die muss mit. Also nehme ich die mit. Was noch, Leute? I don't know. Wartet mal. Hier einmal dieses trägerlose Top. Dann nehme ich hier einmal von Levis so ein gelbes T-Shirt mit. Eine lange Hose muss ich dann noch mitnehmen, die ist aber in der Wäsche. Mhm. Hier, Leute, ich teile jetzt einfach mal so meine zusammengestellten Outfits, die ich halt dann so dort anziehen werde. Ich glaube, ich werde mich auch noch mal ein bisschen umentscheiden, aber das ist jetzt einfach so mein Plan, den ich euch jetzt zeige. Ich nehme halt erstes mal dieses Kleid hier und da ist es so schön, darin werden auf jeden Fall wieder Bilder entstehen. Ich werde euch mal hier das einblenden, was ich letztes Jahr im Urlaub gemacht habe. Ich hoffe, das Kleid ist mir nicht so kurz, aber ich ziehe noch so eine kleine Hose drunter auf jeden Fall. Da ist mir dann so das andere Outfit noch so. Ja, das ist jetzt ein bisschen basic, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Oder halt die Hose und das Top. Das kann ich mir auch richtig cool vorstellen. Und Leute, warte mal, ich muss kurz meine Wäsche hier wegschmeißen. Natürlich hier ordentlich zusammenlegen, gell? Ja, Leute, es gab sehr viele Schockmomente für mich. Ich dachte eben so, wartet. Ich dachte so, juhu, AIDA-Reise, es wird cool, es wird... Wow, und keine Ahnung was. Und dann erstmal mal sagt mir so, ja, man darf kein Glätteisen mitnehmen. Ich dachte mir so, okay, damit finde ich mich zurecht, das verstehe ich. Und dann sagt sie mir, ja, es gibt kein Internet. Und ich so, was? Also kein Glätteisen und kein Internet, so kein Lockenstab, nichts. Ich sterbe. Und ja, vorsichtshalber habe ich mir auch ein Buch gekauft. Ich sag's ungern, weil ich bin nicht so der Lesemensch. Aber ich kann es euch mal zeigen. Das liegt doch im anderen Zimmer, weil... Das ist kurz. Und ja, also ich wollte es mir nicht freiwillig holen, weil ich bin echt nicht so die Leseratte. Aber meine Mutter hat mir das hier gekauft. Ein Buch. Ich weiß noch nicht, ob ich das lesen werde. Oder... Momentchen. Ob ich mich endlich mal an mein Der Sommer, als ich schön würde... Schon... Schön... Oh, Der Sommer, als ich schön wurde, ranmache. Ah ja, Leute, es sind halt Bücher, ne? Ich habe schon zu meiner Mutter gesagt, ich kann mir auch Podcasts runterladen und so. Weil, Leute, ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich dann da so liege und so. Ja, schön. Viele Tage nach dem Beitrag über den Lokalnachrichten. Ich weiß nicht. Ich erzähle euch dann auf jeden Fall auch nochmal, wie der Urlaub war. Es kommt natürlich wahrscheinlich dann ein Vlog. Dann werdet ihr mich nur noch braun gebrannt mit so Bikini-Streifen sehen. Und wow. Nein, Spaß. Es kommen natürlich Stories und Shorts, wenn ich Internet habe. Meine Mutter hat gesagt, auf dem Schiff gibt es Zeit. Aber das ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber ja, wenn wir so am Hafen oder so sind, kommt bestimmt. Ich habe kein Datenvolumen mehr. Ich habe mich gerade richtig gefreut. Ich dachte mir so, wow, wenn ich dann aber am Hafen bin, wenn wir nicht mehr auf dem Schiff sind, Datenvolumen. Nee, Izzy hat ihr ganzes Datenvolumen schon wieder verbraucht. Aber egal, ich nehme einfach Hotspot und ich vlogge auf jeden Fall auch wahrscheinlich noch auf dem Schiff ein bisschen mit. Ja, ich freue mich halt auf jeden Fall einfach mega. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich bin noch nie Schiff gefahren. Ich habe zwar ein bisschen Angst wegen Titanic. Aber egal, ich höre euch auf jeden Fall. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja, adios, amigos.